Der schreibt wie oft sie da auf komische Idee kommen, hier unten was wegzuhauen, anstatt einfach hochzugehen, von oben nach unten zu arbeiten. So, wie sieht's hier aus? Oh, ihr seid schon wieder fertig. Genauso fast, deswegen ziehe ich mal euer Ding hier rein, dass ihr die Leit füllt. Das Loch da hat noch keiner gebildet. Wird das jetzt einer? Nee. Du hast auch keine Lust, das zu füllen? Bloß ich habe die vertauscht. Ja, habe ich. Ja, wunder, dass die so schnell sind. Ja, und da stehen sie jetzt gerade alle rum. Das ist jetzt echt doof. Nur weil das eine noch da nicht gebildet wurde, kann ich noch nicht verschieben. So. Ja, jetzt können wir warten, bis der das letzte Ding da füllt, wo auch immer er gerade steckt. Da kommt er.
Das war eins zu wenig. So. Dann lauft mal wieder los. Genau, geht und starrt die Wand an. ja. Oh, sag bloß, ihr seid schon. Ihr seid schon am Ende, hey. So. Dann macht mal hier. Oh, und hier sind wir auch gut. Dabei. So, hier wird gefüllt, hier wird gefüllt. Da ist jetzt dann fertig gefüllt. Gut. Ja, man merkt wirklich, die Fläche ist viel kleiner als die hier. Hier haben wir viel mehr Holz gebraucht als hier. Ah, sehr gut. Die Ecke da ist halt wirklich der größte Aufwand zum Füllen. Wobei hier auch recht aufwendig ist. Oh, das letzte Fitzelchen. Ein verkehrtrummes F ist rausgekommen dabei. Jetzt ist es wieder ein komischer Tetris-Stein. F wie Fail. F wie Epic Fail.
So, der Steinbruch ist leer. Viel Spaß mit dem Steinbruch. Ich kann nach dem Steinbruch auch nichts mehr machen, außer ihn verschieben. Oder ihn löschen. So. Ja, jetzt wird an dem Steinbruch gearbeitet. Gut. Oh, ihr seid fertig, stimmt. Bis zum vierten. Also so weit. Von hier aus können wir weg reinschieben und hier weiter rausziehen. Gut. Wir können aber wieder 4-4 mal draus machen. Sobald die Line hier gefüllt ist. Kriegen alle. Wobei, da können wir hier vorne eigentlich gleich schon wieder anfangen, ja. Mit der nächsten Etage. Gute Idee. Naja, wenn wir uns das ansehen, hier ist jetzt alles flach. Der Berg weg, die Wälder weg. Wozu die Victrons fähig sind, hä? Ganze Insel einzuebnen. Die Backgrounds auf den Nachbarinseln werden sich wahrscheinlich fragen, was macht ihr da? Wenn sie überhaupt zu uns rüber gucken könnten. Von uns aus gesehen sind die anderen Inseln ja auch nur kleine Flecken. Ja, gut, das ist in der Grafik, nicht in meinem Bildschirm. Ich sehe nämlich gerade hier solche hellen Streifen runtergehen. Ich weiß nicht, ob ihr die auch sehen könnt nachher im Video. Aber das ist vom Spiel selber.
und Bäume. Warum kann ich? Nicht hoch, nicht runter. Genau das Ding da will ich. Du hast auch echt komische Laufmuster, muss ich sagen. Genau. Hau da unten weg, was weggeht. Ach, du machst gleich mit, oder wie? Guckt euch die Steinverschwendung an, ey. Truppel, komm mal und bring das hier wieder in Ordnung. Man müsste wirklich einen Bricktron als Putzkolonne über die Dinger spannen. Wieder die beruhigende Musik. Es ist ja wieder, es bricht ja langsam wieder der Abend an. Ja, ich weiß, es sieht so aus, als hättet ihr da hinten gerade nichts zu tun, aber ich muss mich erst um den hier kümmern. Ja, genau. Lass da noch mehr liegen. Thank you.
So.